Danke. Aber ich werde mich auf jeden Fall da mal bewerben mit Grundeinkommen. Irgendwas kann ich schon mal zeichnen. Danke. Und dann gucken wir mal. Ja, freut mich, dass ich hier bin. Ich hoffe, ich erfülle die Standards an, wie die Folien aussehen und so weiter und so fort. Aber wollte vielleicht kurz was zu mir sagen, beziehungsweise was mich dazu qualifiziert, über Big Data oder über Marketing zu sprechen. Und zwar ist das meine Oma. Meine Oma hat in 50er Jahren, ist eine wahre Geschichte, als Anzeigenverkäuferin in Hildesheim gearbeitet. Bei der ältesten Tageszeitung Deutschlands, der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Und ist dort folgendermaßen vorgegangen. Sie hat mir das mal erzählt. Sie ist einmal im Monat mit einem Lederbrustbeutel und ihrem Fahrrad durch Hildesheim gefahren und hat an jeder Apotheke, an jedem Kiosk und so weiter und so fort angehalten und hat dann Anzeigen verkauft. Abgerechnet wurde pro Buchstabe und der Apotheker hat ihr dann sofort in den Block rein diktiert, was geschrieben werden sollte. Dann wurde gezählt, dann wurde sofort bezahlt in den Brustbeutel und dann ist sie weitergefahren mit ihrem Fahrrad. Als die Tour vorbei war, ist sie dann zu ihrem Chef gegangen, hat das Geld sozusagen auf den Tisch gepackt und damit war das Werbegeschäft für den Monat geklärt. Das hat sie gemacht. Und ehrlich gesagt, vielleicht kennt ihr das so, man wird dann immer gefragt von seinen Großeltern, was machst du eigentlich und kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ehrlich gesagt, ich mache genau das Gleiche, was sie macht. Nur ich fahre kein Fahrrad. Hier links seht ihr, wie sich die Anzeigenwelt sozusagen verändert hat und dass man eben nicht ein Brustbeutel und Fahrrad reicht nicht mehr aus. Man kann das auch im Internet nochmal nachgucken. Das sind alle zurzeit bekannten Marketingtechnologien, um irgendwie jemanden was zu kommunizieren. Und das Einzige, was sich am Ende geändert hat zu der Geschichte mit dem Fahrrad, ist, dass wir eben nicht einmal im Monat Anzeigen verkaufen, sondern dass es in Echtzeit passiert. Das ist sozusagen der große Unterschied. Also das Fahrrad ist weg, meine Oma macht das nicht mehr, die ist in Rente und in Summe versuchen wir aktuell unter den drei Schlagworten, wir möchten gerne personalisierten, relevanten Inhalt in Echtzeit zum Kunden bringen. So, wie könnte das aussehen? Ihr geht auf Mercedes-Benz, konfiguriert euch eine A-Klasse und zwischen Farbe auswählen und Motor auswählen habt ihr keine Lust mehr und geht irgendwo anders hin. Das haben wir uns gemerkt und von dem Zeitpunkt an werden konstant irgendwelche Banner ausgespielt mit A-Klassen in der genau der Farbe, die ihr euch ausgedacht habt. Und wenn ihr auf dieses Banner klicken würdet, würdet ihr genau dort weitermachen können, wo ihr aufgehört habt. Das ist sozusagen die Idee oder das Konzept dahinter. So, zusammengefasst, was hat sich geändert? Das Fahrrad. Alles andere, das Konzept dahinter, warum wir das machen, wie wir es machen und so weiter und so fort, ist eigentlich das Gleiche. Meine Oma kannte den Apotheker beim Namen. Meine Oma wusste, dass seine Kinder Geburtstag haben und so weiter und so fort. All diese Dinge versuchen wir unter dem Synonym Big Data auch zu sammeln. Aber es ist eben deutlich schneller geworden und das ist die Herausforderung, die wir heute mal diskutieren wollen. Bevor wir da ins Detail gehen, wollte ich vielleicht mal kurz erklären, wieso wir kein Fahrrad mehr fahren. Und zwar kann man es zusammenfassen unter drei Buchstaben. Und zwar Pay per Click. Die Werbung hat sich geändert und man sagt jetzt eben, man bezahlt nur noch, wenn auch was passiert ist. Erfunden wurde das in den 90er Jahren von einer Webseite, die GoTo.com hieß. Das war die erste Suchmaschine im Internet, die Geld verdient hat. Die haben ihr so Links gehabt und dann konnte man dahinter klicken und diese Links wurden total manuell gefüllt. Alles, was der Redakteur dachte, was musikrelevant ist, wurde sozusagen hinter den Link gepackt und man konnte dann eben damit vorgehen. Weil man das eben natürlich ein bisschen pushen wollte, weil man damit Geld verdienen wollte, hat man sich überlegt, okay, hey, wir brauchen noch ein bisschen Werbung. Und man ist mit dem ersten Banner gekommen. Und das erste Banner, was je im Internet geschaltet wurde, sieht so aus.
Have you ever clicked your mouse right here? You will. Und 53%, man redet von der CTR, von der Click-Through-Rate, 53% aller Nutzer haben geklickt. Jeder zweite hat auf dieses Banner geklickt. Woraufhin alle Leute total nervös werden und dachten, oh, wir haben ein neues Geschäftsmodell, das ist cool, wir fangen jetzt an, Banner zu platzieren. Und wenn ihr euch erinnert, Ende der 90er, Anfang 2000 war das ja relativ penetrant und es wurden unglaublich viele Banner geschaltet, beziehungsweise Pop-ups, Pop-unders, was man sich so vorstellen konnte. Alles mit dem Sinn und Zweck, den Nutzer auf eine Webseite zu bringen und ihn dort eben einkaufen zu lassen, lesen zu lassen oder wie auch immer. Weil man gemerkt hat, dass das System pro Klick zu bezahlen einen gewissen Missbrauch mit sich bringt, haben angefangen, Firmen sich Gedanken zu machen, wie man das schützen kann. Die erste Firma, die dort ein bisschen Qualität reingebracht hat, hieß Overture. Ist jetzt ehrlich gesagt irrelevant, was die alles gemacht hat. Auf jeden Fall, die haben das erste Suchergebnis mit Qualitätsmerkmalen versehen, sodass diese Auktion bzw. Bieten pro Platz anfangen konnte. Und diese Firma Overture wurde irgendwann von Yahoo gekauft. Yahoo war ganz glücklich. Yahoo hat eine Menge Geld verdient. Wir alle kennen vielleicht noch die Werbung Anfang 2000, wo dieser Mann mit dem großen Afro auf der Veranda sitzt und ganz laut Yahoo singt. Es war das Ereignis schlechthin, beziehungsweise die große Firma im Internet. Und dann ist Folgendes passiert. Das ist in Menlo Park im Silicon Valley. Ist auch wirklich so, das ist das Haus und die Garage, wo Google gegründet wurde. Und auf dieser Veranda dort vorne sitzen die beiden Google-Gründer Anfang 2000 und haben keine Kohle mehr. Ist alles alle und sie wissen nicht, wie sie Geld verdienen wollen, ihre Kreditkarten sind ausgemaxt und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und Folgendes passiert. Dieser gute Herr hier im roten Pullover, ist ein Deutscher, Andreas Bechtolzheimer und der Gründer von Sun Microsystems. Und der kommt vorgefahren, wird berichtet, in seinem Porsche, steht vor der Veranda und setzt sich hin und sagt, na Jungs, was ist denn euer Problem? Und sie sagen, ja, wir haben hier eine wirklich gute Suchmaschine. Sie erklären ihm, warum die Suchmaschine gut ist und was sie daran gut finden. Und sie erklären ihm, dass die Server und alles, was dazugehört, so viel Geld kostet, dass sie jetzt eigentlich dicht machen müssen. Dann sagt er, okay, habt ihr euch denn überlegt, wie ihr Geld verdienen möchtet? Und dann erklären sie ihm die Idee, dass man ja anfangen könnte, Werbung zu verbinden mit dem Begriff, der gesucht wird. Das heißt, ich suche irgendwie oben Urlaub Mallorca, dann könnte man ja auch eine Werbung schalten, die genau damit zu tun hat. Also kontextsensitive Werbung. Und dann fragt er, okay, wie würdet ihr bezahlen? Und dann haben die gesagt, natürlich PPC, Pay-per-Click. Und dann sagt er, das wird nichts. Das ist ja schon mal in den 90er Jahren gescheitert. Und dann haben sie ihm erklärt, dass sie eine geschlossene Auktion machen würden, dass niemand genau weiß, wie man auf Position 1 kommt. Dadurch würde es keinen Missbrauch geben. Und sie glauben, dass das vielversprechend ist. Und er hat noch an dem Tag auf der Veranda einen Scheck ausgestellt, über 100.000 Dollar als Startinvestment. Mit den 100.000 Dollar, wird berichtet, haben sie gerade mal nur geschafft, ihre Kreditkarten auszulösen und einigermaßen die Rechnung zu bezahlen. Sie sind eigentlich wirklich nicht weitergekommen. Und 2003 wird dann das große Werbeprogramm von Google gestartet, AdWords, wo man eben das tun kann, was sie eben diesem Herrn Bechtolzheimer erklärt haben. Trotzdem kommt nicht genug Geld rein. Und eine sehr traurige Geschichte beginnt, nämlich dieser gute Herr hier, Terry Semel, damals Vorstandsvorsitzende von Yahoo, bekommt in einem Meeting Google zum Kauf angeboten. Für 1 Milliarde Dollar. Und dieser gute Mann sagt, Search ist tot. Yahoo, wir sind ein Mediahaus, wir produzieren Content. Wollen wir nicht. Und er hat es nicht gekauft. Das wird ihm, glaube ich, heute noch vorgeworfen, eine der reichweitendsten Entscheidungen, die er je getroffen hat. Wir kennen alle, wie sich Yahoo entwickelt hat. Aber so kann es eben kommen. Und es beginnt das Zeitalter, wo Inhalte fast gar keine Relevanz mehr spielen, sondern am Ende nur noch Traffic
so viel wie möglich und die Leute kommen dann in den Taschen hin. An dem Punkt entwickelt sich eine gewisse Arroganz, die mit folgendem Tweet ganz gut zusammenzufassen ist. Es wird gesagt, Silicon Valley, where search engines let you live forever and database companies win boat races. Also er bezieht sich hier auf Oracle, weil die ganz groß in den America's Cup investieren und bei Google, die haben da so Google Labs, die fangen eben an, Stammzellenforschung zu machen und einzufrieren und so weiter und so fort, dass man länger leben kann. Also im Endeffekt beginnt ein Zeitalter, wo man wirklich denkt, das, was man tut, ist das Nonplusultra. In diesem Zeitalter darf ich nun auch arbeiten und Folgendes passiert. Wir nennen das Thema datengetriebenes Marketing. Und wie am Anfang schon gesagt, das Ziel ist es, dass wir personalisiert, relevant, zum richtigen Moment das Richtige sagen bzw. platzieren, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu einem Abschluss kommt oder dass jemand etwas kauft, deutlich höher ist, als wenn man das eben nicht tun würde bzw. den Nutzer allein lassen würde. Als wir damit angefangen haben, 2006, 2008 in Deutschland, laufen wir rum, fast schon missionarisch und sagen, Brand Marketing ist tot, wir müssen uns nur noch auf den Consumer konzentrieren. Also, wir brauchen keine Glasflaschen, wir brauchen jetzt nur noch Plastikflaschen, die wir auf den Kopf stellen, damit wir sofort, wenn es soweit ist, kommt Ketchup raus, wir müssen nicht mehr schütteln und alles kann losgehen. 2008 beginnt etwas in Berlin, was jeder irgendwie beobachtet hat, Zalando. Zalando gründet sich als Firma in einer kleinen Wohnung in Berlin. Die Wohnung gilt als Lagerort, als Büro und als Fotostudio. Alles in einem. Ich durfte dabei sein, als das da angefangen hat. Und was damals Zalando ausgezeichnet ist, dass sie eigentlich total schmerzfrei waren über die Frage, was sie verkaufen oder wie sie es verkaufen. Ob das nun Frauenschuhe, Herrenschuhe, Sneakers, Pumps, was weiß ich, was war eigentlich egal, solange es verkauft wurde. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie haben alle ihre Marketingkampagnen und alles, was sie getan haben, auf dem Datenpool basiert, den sie eingesammelt haben. So dass man wusste eben, zu welcher Uhrzeit, in welchem Postleitzahlengebiet, welche Schuhe besonders populär sind und dementsprechend alle Lagerbestände, alle Aktivitäten, alle Werbebotschaften so auszusprechen, dass man es umsetzen kann. Das ist einmal sogar schiefgegangen, als wir die Zalando-Werbekampagnen in Indien vorbereitet haben. Wir haben alle Kampagnen zusammengebracht. Wir denken, dass Zalando-Zielgruppe sind eben Frauen 18 bis 35 und bauen nun alles auf und der Verkauf läuft gut. Und der erste Schritt ist dann, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den ersten Flight hinter uns, jetzt analysieren wir die Daten, gucken mal, was passiert ist. Und aufgrund der Analyse kam heraus, dass in Indien die Zielgruppe der Personen, die die Schuhe ordern, Männer sind, ab 35 bis Mitte 40. Und wir denken, okay, das ist ja seltsam, der eitle Inder, der möchte eben gerne viele Schuhe kaufen. Und wir verändern wirklich innerhalb von einer Woche die komplette Werbebotschaft auf Männerschuhe, Turnschuhe und so weiter und so fort. Und innerhalb von zwei Tagen brechen alle Vertriebe ein. Alles. Wir verkaufen fast gar nichts mehr. Es ist großes Chaos und alle wissen nicht mehr, was los ist. Woraufhin wir die Zahlen wieder analysieren und sagen, das verstehen wir nicht. Das spricht doch alles dafür, dass wir es richtig gemacht haben. So, dann lernt man natürlich aus seinen Fehlern. Wir rufen auch mal in Indien an und kommen auf folgendes kulturelles Problem. In Indien hat der Mann die Kreditkarte. So, die Zielgruppe ist natürlich immer noch die Frau, aber der Mann bezahlt. Und alles, was man an Daten aussammelt und auswertet, weist eben darauf hin, dass es eigentlich andersherum ist. Und das ist die große Herausforderung von Big Data. Generell gesagt muss man aber sagen, dass in dieser Zeit wir rumgegangen sind in den Firmen, in den Pitch-Veranstaltungen, sage ich mal, und in all den Gesprächen, die wir hatten und haben den sogenannten Hippo-Effekt gepredigt. Der Hippo-Effekt ist
Folgendes: Es sitzt der Marketingleiter im Raum am großen Tisch. Es wird präsentiert, was verkauft werden soll. Und dann wird auch noch gesagt, wir haben uns auch Marktforschung angeguckt und wir haben uns folgende Dinge betrachtet. Und dann wird der Marketingleiter sagen, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Wir machen es anders. Also HIPPO heißt Highest Paid Person's Opinion und findet öfter statt in deutschen Unternehmen, als man sich das vorstellen kann. Und damals, ich durfte für eine kleine amerikanische Firma arbeiten, war unsere Message, wir sind reingegangen, recht arrogant, haben uns in das Meeting reingesetzt und gesagt, Sie haben Unrecht, hören Sie auf, Ihre Kulis zu verkaufen, Sie müssen all Ihr Geld in Online stecken, da ist die Zukunft. Eine der großen Sachen, auf die wir stolz sind, ist der Super Bowl 2011. Die Firma 1&1 kommt zu uns und sagt, wisst ihr, wir möchten gerne auf den amerikanischen Markt. Einer unserer Hauptwettbewerber ist GoDaddy.com. Und GoDaddy.com ist bekannt dafür, dass sie wirklich jede blöde Auszeit im Football benutzen, um Werbung zu schalten. Das bedeutet aber, dass sie für 30 Sekunden 2011 3,1 Millionen bezahlen. 2017 waren es schon 5. Wenn man das zusammen addiert, sagen wir mal ungefähr 4 bis 6 Möglichkeiten, das auszuzahlen, 30 Sekunden. Wir haben nicht diese 12 Millionen Dollar Werbebudget, um das zu investieren. Was können wir machen, um auf den amerikanischen Markt zu kommen? GoDaddy macht eben Folgendes. Ich weiß nicht, ob jemand den Werbespot gesehen hat, kann man sich mal im Internet googeln, ich werde das heute jetzt nicht zeigen. Es gibt Raffaeli und Walter und GoDaddy macht eben den Move, dass sie Bar und Walter miteinander knutschen lassen, aber auf eine sehr intensive Art und Weise und damit eben zeigen, dass Smartness und Sexiness zusammengehören und dadurch versuchen sie ihr Brand GoDaddy irgendwie voranzubringen. Schlägt natürlich megamäßig ein, aber wir haben die Zahlen analysiert. Entscheidend ist, dass der Vertrieb ja nicht stattfindet, während der Werbespot läuft, sondern erst danach. Mit dem großen Herausforderung, dass niemand ja anfangen wird, seine Hosting-Domäne zu registrieren, während der Super Bowl läuft. Das heißt, es gibt einen gewissen Verzug. Die Werbung wird ausgestrahlt, jeder merkt sich eben, die haben beide geknutscht und es gibt irgendwie Hosting. Und ungefähr 10 Stunden nach dem Super Bowl und dann für einen Zeitraum von ungefähr 3 Wochen beginnt sozusagen die Erntezeit auf der Webseite für das Investment in Werbung. Und hier sind wir genau reingekommen. Wir haben gesagt, okay, GoDaddy investiert immenses Geld in den Super Bowl. Wir gehen mal davon aus, dass sie kein Geld mehr haben für die 3 Wochen danach. Und genau so ist es gekommen. Wir haben uns zurückgehalten beim Super Bowl. Wir haben nicht investiert. Wir haben dann ungefähr 24 Stunden gewartet, um dann auf die generischen Begriffe Hosting, Domain und so weiter und so fort, eine volle Werbepräsenz darzubieten, um zu zeigen, guck mal hier, es geht voran. Hat super geklappt, wir haben mit einem doch relevanten, aber nur 6-stelligen Betrag das Ordervolumen bei 1&1 extremst erhöht und alle waren ganz glücklich. So, wir fingen an und denken, okay, wer braucht noch Werbung, wer braucht noch Fernsehen? Das geht so weit, dass es Studien gibt, wo gezeigt wird, wie die rote Säule, das sind Fernsehbudgets, nach unten gehen bzw. gleich bleiben und die digitalen Budgets deutlich nach oben gehen. Das Jahr, wo bei uns im Büro geklatscht wird, ist eben 2016 bzw. 2017, wo Search bzw. digitales Werbebudget den normalen klassischen Markt überholt hat. Und alle der Meinung sind, was will noch die alte Werbung, was will noch das Branding, was will dieses produktzentrische Arbeiten und Denken. Wir müssen uns auf den Consumer konzentrieren und ihn genau da kriegen, wo es wehtut oder wenn es eben soweit ist. Ein weiterer Höhepunkt war 2012, als viele Marketing-Technologiefirmen gekauft wurden
Und es dann einen Artikel gab oder es wurde eben darüber gesprochen, dass die Mad Men, also die aus dieser Fernsehserie, Don Draper, abgelöst werden durch die Mathematiker und die ganzen datengetriebenen Nerds, die sich überhaupt nicht mehr um Design, um Content und so weiter kümmern, sondern nur noch darum, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen Betrag an Geld zu bezahlen. In dieser Stimmung gewinnt Zalando 2012 den renommierten Deutschen Marketingpreis. Wir durften dabei sein, wir durften die Laudatio für Zalando halten und sozusagen mit ihnen dieses Fest feiern. Wenn man guckt, was so das Who is Who der deutschen Werbebranche ist, ist Zalando der erste Online-Player, der sich sozusagen im Marketing etabliert hat. Mit absolut emotionslosem, datengetriebenen Marketing, wo zufällig vielleicht ein nackter Postbote im Fernsehen mal kurz schreit. Das ist das Einzige, was sie gemacht haben. Und das Selbstverständnis der Branche, in der ich arbeite, war ungefähr so. Wir sind Chuck Norris, niemand hat uns irgendwas zu sagen. Wir gucken auf die Daten und dann sagen uns, was die Daten wert sind und dann legen wir los. So, in der Stimmung möchte ich gerne mal folgenden Film zeigen. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels, look at this. The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! Somebody over there! What the? What the tracking? More shifting! I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey! Take a look at Woodpulp. Whoa. Everything you got on Woodpulp right now. She really loves that thing. So, es ist 2012. Wir sind wirklich der Meinung, in aller Bescheidenheit, wir sind die Besten auf diesem Planeten und niemand weiß, wie Werbung funktioniert, außer wir. Also Performance-Marketing, Online-Marketing. Das kann man ungefähr noch so spielen, wenn man nächste Woche ist hier in Hamburg eine große Veranstaltung, die heißt die Online-Marketing-Rockstars, kann man sich mal im Internet angucken, da kommen 25.000 Leute und feiern sich selbst. Das ist unglaublich, ist wirklich, das ist die Mentalität. Und jetzt passiert Folgendes, und das ist jetzt ein Case, der mir selber passiert ist. Wir haben ein Mandat mit der TUI. Die TUI ist eine sehr starke Marke. Immer vorsichtig gewesen, mit ihrer Marke umzugehen, ganz vorsichtig mit ihrem neuen Logo, was sie platziert hatten. Die sind ja von diesen ganz normalen roten Buchstaben zu diesem Smile da, mit diesem Lächeln gewechselt und so weiter und so fort. Ganz sensibles Brandmarketing, wo man für jeden Euro, den man in online ausgeben muss, ganz schön kämpfen muss. Und wir haben natürlich mit den Dingen, die wir dort gesagt haben, oder die ich gerade präsentiert habe, genauso auch bei der TUI in den Meetingräumen argumentiert und haben gesagt, Leute, guckt euch Expedia und wie sie alle heißen an, ihr müsst euer Budget ins Internet bringen. Und das haben wir gemacht. Und 2012 passiert Folgendes. Ein bei allem Respekt hässliche Webseite, hier links, mit einem guten Fußballspieler als Testimonial aus Leipzig, überholt die TUI. Und zwar in allem, was man sich vorstellen kann. Abschlüssen, Traffic, alles. Und das war leider genau das Jahr, in dem die TUI gesagt hat, okay, pass mal auf, ihr kriegt alle unser Geld, wir stecken es in online, wir kündigen Yogi Löw, wir machen keine Fernsehwerbung mehr und wir gucken mal, was wir im Januar, das ist ein Hochsaisonsgeschäft, gucken, was passiert. Und es bricht ein. Zahlentechnisch kann man das so betrachten. Blau ist die gemessene Beliebtheit. Das wird durch Traffic und so weiter und so fort gemessen von der Marke TUI.
im Verhältnis zu der Beliebtheit von Ab in den Urlaub. Und wir sehen, dass in diesem Bereich Rot-Blau überholt. Interessant wird es auch hier, wenn man sich eine andere Sache betrachtet. Das klassische Thema im Reisemarkt ist das Thema Last Minute. Und wir sehen hier diese Peaks. Das ist immer diese Last-Minute-Hochsaison. Und über die letzten Jahre hinweg wird überhaupt nicht mehr nach Last-Minute gesucht. Als wir 2009, 2010 gearbeitet haben, hat ein Klick bei Google auf den Begriff Last-Minute 9 Euro gekostet. Ein Klick. Und das war einer der Haupteintrag-Umsatzbringer, den es gab. Heute wird da fast gar nicht mehr nachgesucht. Rot, Booking, ja, diese bekannte Booking.com-Webseite schießt über die Decke hinaus und ist auch nicht mehr so saisonal abhängig wie Last Minute, wie wir sehen. Er ist wieder hier oben und überholt eben diese klassischen Begriffe. Wir kommen also zu folgendem Ergebnis. Eine Flasche, die 1894, habe ich gestern noch recherchiert, patentiert wurde, die heute noch aktiv ist und die für eine Marke steht, eine gewisse nicht messbare Relevanz hat, im Gegensatz zu einer 2002 herausgebrachten Plastikflasche, die alle möglichen Vorteile bietet. Nichtsdestotrotz hat Heinz verkündet, dass sie wahrscheinlich T1000 Arbeitsplätze abbauen müssen, wurden 2013 verkauft. Irgendwas steckt hinter diesem Effekt, hinter diesem Brand, was schwer zu messen ist und was generell gerne vergessen wird. Man kann auch sagen, Jerome McCarthy, der 1960 mit diesem ganz berühmten, langweiligen Marketing-Mix in den Lehrbüchern herumgelaufen ist, hat recht. Wir können uns eben nicht nur auf Massenkommunikation konzentrieren oder auf einen guten Preis, sondern es ist eben das Spielen auf der gesamten Klaviatur, was den Erfolg bringt. In den Worten von Don Draper: Advertising is based on one thing, happiness. And you know what happiness is. Happiness is the smell of a new car, it's freedom from fear, it's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you are doing, it's okay, you are okay. Das ist die Botschaft, die wir irgendwie transportieren müssen. Der einzige Grund, warum die klassischen Marken so viel Boden verloren haben im letzten Jahrzehnt, ist, weil sie dachten, wir machen das nach, was die ganzen jungen Unternehmen machen, haben aber nicht gesehen, dass die jungen Unternehmen, während sie wachsen, gesehen haben, wir müssen auch was in unser Brandmarketing und in unserer Look and Feel, in unsere Loyalität zu unseren Kunden und so weiter investieren und haben das eben komplett vernachlässigt. Und dadurch ist die Schere auseinandergegangen. So, um den Kreis zu schließen. Was bedeutet das für das Fahrrad, beziehungsweise was bedeutet das für diese Gruppe? Die größte Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir immer noch im Echtzeitsegment sind. Wir müssen eben von, der Kunde sucht was, er bekommt seine Aufmerksamkeit, er recherchiert und bedenkt, er kauft und er möchte gerne den Dienst haben. In diesen vier verschiedenen Stationen brauchen wir Inhalte, um mit dem Kunden zu sprechen. Und diese Inhalte müssen konsistent sein, sie müssen sich auf die Marke konzentrieren. Eine Befragung unter allen relevanten Marketingmenschen hat gezeigt, dass wir müssen schneller werden mit den Inhalten, die wir produzieren. Sie müssen wahrscheinlich mit Faktor 10 im Vergleich zu heute unterstützt werden. Wir gehen davon aus, dass das Engagement mit dem Content relativ niedrig ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir ihn und wir möchten es personalisieren. So, wir müssen das Thema Content und Daten zusammenbringen. Wir müssen schneller den Content produzieren und wir müssen diesen Content mit den Daten so anreichern, dass wir entsprechend in Echtzeit reagieren können und dann das ausspielen können, was für den Kunden zurzeit aktuell und relevant ist. Das ist etwas, was wir im ersten Jahrzehnt vernachlässigt haben. Die Lektion haben wir jetzt gelernt und jetzt müssen wir eben in den nächsten Schritt gehen und sind dabei, das eben zu skalieren, beziehungsweise die Content-Produktion, das Look and Feel, das Design, das CI und alles, was dazugehört,
so darzustellen, dass wir es in dieser datengetriebenen, schnellen Welt nutzen können und dann den Mehrwert zu produzieren. Und das ist das, woran wir versuchen gerade zu arbeiten. Gibt es dazu Fragen? Also alle kriegen es legal und das sind diese kleinen Texte, die ihr alle mit OK anklickt, beziehungsweise aktuell seit 3 Jahren auf jeder Webseite werdet ihr oben oder unten immer so ein Pop-up kriegen, wo sind sie OK, dass wir einen Cookie platzieren dürfen. Und mit OK ist OK. Und dann geht das los. Der Grund war, dass die Marke nicht mehr die Strahlkraft hatte, wie es mit allem Respekt ab in den Urlaub bekommen hat. Das liegt daran, dass TUI sehr, sehr lange Zeit davon profitiert hat, dass sie eine starke Marke haben, nichts investiert haben und irgendwann ist es abgebrochen. Man kann jetzt auch gucken, die Geschichte geht auch wieder nach oben. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt, beziehungsweise wir ja auch. Aber man muss alle vertriebsbedingten Werbemaßnahmen mit markengestützten Werbemaßnahmen pushen, sonst geht es eben schief. Ja, also es war 2 Jahre zu spät. Ob sie sich darauf ausgeruht haben oder ob man der Meinung war, man braucht es nicht, ist dann hingestellt, aber ja. Ich reiche mal ein Mikro mit rum. Ich würde sagen, wir machen noch 3 Fragen und dann müssen wir auf die Zeit achten, weil ein paar Leute, die müssen ans Büro zurück. Ich habe dunkel in Erinnerung, dass das, glaube ich, letztes Jahr Procter & Gamble gesagt hat, das interessiert uns alles nicht mehr, das hat überhaupt keinen Nutzen für uns gebracht und zurückgegangen sind auf klassische Werbung mit unendlichen Streuverlusten, weil sie halt, wie gesagt, gesagt haben, dieses datengetriebene, personalisierte hat überhaupt keine Umsatzsteigerung gemacht. Habe ich das falsch in Erinnerung oder war das so? Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen. Procter & Gamble gehört ja zu den Fast Moving Consumer Goods. Das heißt, die müssen einfach im Vertrieb an der Kasse stehen mit einer Dose Seife oder was weiß ich, dann wird gekauft. Man kann ja direkt sehen, den Einfluss von, ich sag mal, eine Schokoriegelwerbung an einer Bushaltestelle im Verhältnis zu den Einkäufen direkt in einem Supermarkt um die Ecke. Und für dieses Fast Moving Consumer Goods kann das richtig sein, muss man eben mal gucken. Ist eben ein Hype gewesen damals. Welchen Impact will ich messen, dass Nivea mehr Salbe verkauft, weil ich irgendwie bei Google eine Anzeige geschaltet habe? Nichtsdestotrotz gibt es auch andere wie eBay, die das auch versucht haben. Die sind mal komplett weggegangen von Google für ein Vierteljahr, kann man auch nachlesen, und sind dann wiedergekommen. Also es kommt ganz drauf an, welche Branche und welchen Bereich man tätig ist. Da hinten ist noch eine. Kann man hören? 2017, dieses Jahr ist Wahljahr. Was könnte man, ein ganz anderes Thema aus Ihrer Erfahrung in Big Data, was könnte Deutschland da lernen oder so Strategien für die Parteien oder ist das ein Bereich, wo Sie was getan haben? Das Interessante, da versucht jeder reinzukommen. Jeder versucht aktuell bei den Parteien zu pitchen, um sich da zu platzieren, ob nun technologisch, das wäre jetzt sozusagen mein Hintergrund, oder dann Architektur, agenturtechnisch mit der Botschaft, die platziert wird. Aber wie kann man darauf, man könnte da mitnehmen, dass Botschaften, die im Wahlkampf gebracht werden, sich dynamisch auch ändern können. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, Leute, sei es E-Mail oder wie auch immer, individuell anzusprechen. Und ich bin in der Lage oder muss mich der Situation hingeben, dass die Botschaft, die ich habe, vielleicht vom Anfang bis zum Ende nicht mehr die gleiche ist. Und
sollte konsistent sein, aber ich kann gegebenenfalls den Schwerpunkt verschieben. Und dabei können einem Daten bzw. die Auswertung von bestimmten Dingen eben behilflich sein. Und man hätte die Technologie, um das dann auch so umzusetzen. Eine letzte Frage noch von irgendjemandem? Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Nils bedanken. Danke, dass du so früh rausgekommen bist und danke für den wunderbar aufschlussreichen Vortrag. Herzlichen Dank. Danke euch.